Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Nexoman. Nexoman. Extinction, whatever. Ich habe überlegt, dass jetzt Nexoman immer Samstag und Sonntags kommt. Und die Folgenlänge ist ja unterschiedlich. Also, ich habe da jetzt keine festen Folgenlänge mehr. Wenn ich meine, ich muss irgendwann trainieren, dann mache ich das auch. Und da sehe ich dann auch kein Problem, dann beende ich halt an den Part. Weil es gibt manchmal hier schon ein paar Battles, die sind echt sehr, sehr schwer. Und ja, wir sind auf dem Weg zum Dorf, wo man den Tyranten des Lichts beschwören kann oder sowas. Wo wir unser Ei ausbrüten können. Und ja, der Soundtrack hier in der Wüste ist sehr, sehr seltsam, finde ich. Es hört sich fast schon an wie Störgeräusche, aber das ist der Soundtrack, Leute. Kann ich dir helfen? Hör mal, meine Leute, die Laterianer, können deine Leute, die Gilde, nicht ausstehen. Es ist fast schon Gesetz für uns, gemein zu euch zu sein. Deshalb, muss ich euch rauswerfen. Alles klar. Alles klar. Oh, eine süße Schnecki. Die ist ja süß. Die ist echt süß. Aber hat leider keine Chance gegen mein Blitzviech. Kamel-Evo. Oder Kamelevo. Oh Gott, Gestein ist nicht so gut für uns. Aber egal, du schaffst das. Du bist groß. Du bist schon groß und erwachsen. Okay, er auch, aber trotzdem. 15 ist gut. Ah, verfehlt ist noch besser. 15. Oh, ich muss Impulsstoß machen. Ah, schade. Schade. Egal, macht nichts. Dafür kommt unser Brrrr. Und macht den jetzt hier zur Sau. Super gemacht. Sehr, boah, du bist super, kleines Ding. Oh, ein Spaghetti-Monster. Da machen wir mal Doppelhieb. Doppelhieb, bitte. Oh Gott. Okay, Wasser. Ach, was haben wir gar nicht. Dann nehme ich ihn hier. Und so ein Stinger. Stinger, mach bitte Schlaflied. Oh, 30% ist mir ein bisschen zu wenig. Dann mache ich lieber das hier. Oh Gott, er hat gewechselt. Ach, der lebt noch. Okay, daneben. Haha, daneben. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh, 13. Aua, das tat weh. Aber ich glaube, das müssten wir haben. Feuernarbe, komm. Super. Sehr gut gemacht, Stinger. Kriegst du Level up? Ja, ich hoffe. So, entwickelst du dich? Super. Ja! Endlich. Ich habe alle meine Nexomon ein bisschen um 2 Level erhöht. Ich habe mir die Bilder nicht angeguckt, wie sie entwickelt aussehen. Ich habe mir nur die Level aufgeschrieben, ab wann sie sich entwickeln. Und ich glaube, jetzt braucht jeder außer Briar, glaube ich, noch ein Level, dann sind die entwickelt. Das ist ganz gut. Meinst du, der Typ, der heilt uns da? Nee, ne? Grüßt euch, Tamer der Gilde. Passt auf, es gibt eine Menge Betrüger hier in der Gegend. Ja, okay. Sollen wir gegen den da kämpfen? Ach komm. No risk, no fun, Leute. Wir haben ja Zeit. Oh, ein Feuerding. Oh, Level 17. Oh Gott. Wir haben keine Zeit. Die sind alle viel, viel stärker als wir. Oh mein Gott. Verfehlt, super. Aber ist auch nicht, ist dafür nicht so effektiv, tatsächlich. Phantomschlund, aua, schade. Dich meinst, ah, stimmt. Ja, hier hatte sich aus Versehen entwickelt. Da war ich ein bisschen lost, tatsächlich. Ich zeig euch gleich mal eben. Ich glaube, ich habe davon eine Aufnahme gemacht. Gucken wir gleich mal eben rein. Auf jeden Fall merkt man auch, dass er jetzt wirklich relativ viel, viel stärker ist als vorher. Fehlgeschlagen, perfekt. Oh Gott, der hat Heilung-Dings. Das ist jetzt nicht so cool. Aber, bitte heile dich nicht um 100. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Ach, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Kaninui ist echt gut, tatsächlich. Oh, wir haben was Neues. Psy-Ausbruch. 9, nee, das macht 90, wow.
Dann mache ich Kratzer weg. Ja, Kratzer kann weg. Autsch, okay, ja. So, wir schauen uns mal eben hier Album an. Ich glaube, ich habe davon ein Video gemacht. Ist das das? Ja. Da, da entwickelt es sich. Sieht ein bisschen aus wie ein Lippenstift gepaart mit einem Wolf. Genau. Oh, ups. Da. Richtig. Ist auf jeden Fall interessant. Ich habe mich aber auch gefreut. Tatsächlich. Oh für Gott, wir sind immer noch nicht da. Wie groß ist denn diese Wüste da? Oh, da unten ist noch ein kaputter Tyrant. Oder geht's aber echt weit runter? Ach stimmt, die Stadt, die war ja unten, ne? Wow, schau dir dieses Ding an. Sie nennen es Grundas Kluft. Legenden zufolge soll an diesem Ort eine große Stadt gestanden haben, die kollabierte, als ein Monster unter ihr hervorkam. Okay. Grundas Kluft. Diese Artworks, die sind echt gut. Wirklich. Sind echt hübsch. Hübschi, hübschi. Genau, so die Legende. Amelie! Am Grunde dieser Schlucht wurde eine Stadt erbaut und sie trägt den Namen New Ignitia. Warum baut man dort unten eine Stadt? Wenn Grunda wirklich so stark war, wie die Legende behauptet, dachten wir, kein Tyrant würde sich in sein Reich trauen. Keine schlechte Idee, hat es funktioniert? Nein, gar nicht, im Gegenteil, während wir sprechen, wütet dort unten ein Tyrant. Sehr toll. Ein Tyrant da unten? Die Nerven, die du haben musst, vor meinen Augen anzugreifen. Ich werde mein Thema mobilisieren. Wir werden diese Stadt zurückholen. Oh, da ist echt viel los. Das ist kein Kampf für Bronze-Thema wie dich. Bitte halt dich zurück, bis wir die Sache geklärt haben. Nun entschuldigt mich bitte. Ich habe eine Mission vorzutragen. Vorzubereiten wahrscheinlich. Okay, mein Ziel ist es jetzt erstmal, bevor ich hier gegen Leute kämpfen muss. Hä? Ah. Ich dachte, man kommt hier vielleicht nicht so nah an die Klippe dran. Oh. Oh, das sieht ja süß aus. Psy-Ausbruch, zeig mal her. 13 Uhr, war jetzt nicht so cool. Psy-Bombe, macht mehr. Oh, ich glaube, den fange ich mir, Leute. Den fange ich mir. Nee, Gold benutze ich jetzt nicht. Was war das hier? Ein Gestein, ne? Mineral? Ah, Mineral ist er. B, B, Yps, Yps, A, B, Ü, A. Ü, Y. Ü ist für mich Y, okay? Y dauert mir immer zu lange zu sagen, deswegen Ü. Bei A sagt man ja auch nicht. A. Ja, egal. Ich überleg mal eben. Ehrlich gesagt. Ah, aber. Blatt. Was hätten wir gegen Blatt? Gegen Blatt hätten wir ihn hier. Das wäre in Ordnung. Dann könnten wir den Feuertypen eigentlich rausschmeißen. Sollen wir das machen? Ich bin da tatsächlich für ja. So cool ist der Krebs dann auch nicht, dass ich den behalten würde. So, lasst mich mal. Ich rede gleich mit euch, ja. Aber erstmal möchte ich mich heilen und den Warpstein hier aktivieren. So, was haben wir hier? Ja, bitte heilen. Danke. Du bist eine Markttante. Was hast du Schönes? 106, oh, ist mir zu viel. Sorry. So, nee, habe ich nicht. Rabattgutschein. Oh, Rabattgutschein ist echt cool. So, dann fangen wir rechts an mit der Oma, okay? Oh, oder erst hiermit. Mit einer Naturscherbe. Und 40 Münzen, super. Ich bin den ganzen Weg von den Dracheninseln gekommen, um diesen armen Tamern zu helfen. Aber ich kann nicht viel gegen einen Tyranten tun. Oh, das tut mir leid. Die Gilde hat viele kleine Außenposten auf der ganzen Welt. Ich kann nicht glauben, dass sich ein Tyrant dazu entschlossen hat, eine Stadt direkt bei einem Außenposten anzugreifen. Wie kann es ein Tyrant wagen, diese arme Stadt anzugreifen? Ich gehe selbst runter und zeige ihm, wer der Boss ist, ja. Ich? Nein, das ist nicht mein Kampf. Wir
Terrianer werden deiner netten Gilde nicht helfen, solange der Preis nicht stimmt. Alles klar. Mein Zuhause, New Ignitia, es wird angegriffen. Die Gilde muss schnell handeln, sonst verlieren wir noch eine Stadt an die Tyranten. Was sollen wir schon tun? Kein Großmeister ist in der Nähe. Die Stadt ist am Ende. Ich hätte gehofft, ein paar Elementscherben von Ignitia zu finden, um ein paar spezielle Nexo-Traps herstellen zu können. Aber momentan mit einem Tyranten da unten scheint das keine gute Idee zu sein. Vielleicht sollte ich vorerst zu den Dracheninseln zurückkehren. Ja, mach das mal. Arg, wenn Ignitia angegriffen wird, läuft mein Geschäft nicht. Jemand muss etwas tun. Worauf wartet die Gilde? Sie wartet auf ein Wunder. Ach, die eine kann zaubern, oder? Moritz, ich erinnere mich, dich in Paarung gesehen zu haben. Ich wollte beim Kampf gegen den Tyranten helfen, aber Amelie lässt keine Bronzetamer antreten. Es ist eine wirklich grausige Welt, Moritz. Bitte nimm das nur für alle Fälle. Dankeschön. Kann ich gut gebrauchen. Die Welt ist riesig, mein Kind. Dein Nexomon kann in kürzester Zeit müde werden. Hast du jemals einen Ausdauerkern von Paarum getestet? Sie lassen deinen Nexomon noch viel länger kämpfen. Ich kann dir ein paar hochwertige Kerne geben. Was hast du zu bieten? Kein Äther und kein Super-Äther. Sorry. Bist du ein Gildentamer? Wirst du den Tyranten bekämpfen? Danke, tapferer Kia. Deine bevorstehende Niederlage wird unvergessen bleiben. Was sollen wir darauf antworten? Vielen Dank, bitte? Alles klar. Wenn New Ignitia fällt, welche Stadt wird die nächste sein? Nateria, Paarum? Wir verlieren diesen Kampf, nicht wahr? Nee, tun wir nicht. Vorsicht, es ist ein Tyrant in der Nähe. Wenn es knapp wird, kann die Gilde Lateria um Unterstützung bitten. Ja. Okay, gehen wir mal hier ins Haus rein. Bin gespannt, was hier drin ist. Oh Gott, hier ist ja eine lange Schlange. What the fuck? Hey, schau mal dort. Sieht so aus, als wäre Amelie dabei, Thema zu rekrutieren, um New Ignitia zurückzuerobern. Der Nächste! Der Nächste! Ist das hier nicht vor uns Dingsy Bumsy? Ja. Wieso darf ihr da mitmachen und wir nicht? Hm? Warum seid ihr hier? Macht euch keine Gedanken. Ich komme alleine mit diesem Tyranten-Sache, alles klar. Aber Amelie lässt Bronzetamer nicht gegen den Tyranten kämpfen. Ihr Anfänger wisst nicht, wie man mit einem Erwachsenen verhandelt. Ich werde sie einfach bitten und weinen und ihr ein schlechtes Gewissen machen. Sie wird keine andere Wahl haben. Wow, sieht so aus, als meinst du das ernst. Ah, jetzt sind wir dran. Oh, klasse. Was soll das denn heißen? Warum kannst du nicht normale Aufträge annehmen? Ihr seid Bronzetamer. Du kannst mich nicht davon abhalten, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ugh. Gut, gut, ihr könnt als Nachhut fungieren und... Ja? Wow. Moritz. Ross kann man nicht mit Logik überzeugen. Bitte hab ein Auge auf ihn. Mulkima ist ein sehr starker Tyrann vom Typ Feuer. Du und dein Team sollten gut vorbereitet sein. Die Wüste beherbergt eine Menge Nexomon von Typ Mineral und die eisige Tundra bietet Wasser-Nexomon. Der Rest des Teams wartet am Grund des Kraters. Denk daran, Moritz, du bist nur Backup. Okay, das ist jetzt kein gutes Zeichen für unser Team tatsächlich. Denn wir haben nichts gegen Feuer. Und, ja, wir haben kein Wasser, wir haben ein Mineral, okay. Bulldrion. Gott, Leute, das kann was werden, wirklich. So, geben die mir hier vielleicht noch irgendwie Items? Ausdauerkern? Dankeschön. Was haben wir hier? Nichts. Und du? Auch nicht? Okay. Schade. Das heißt, mein Bria ist leider nutzlos. Oh, schade. Aber Feuer in der Wüste, ja, okay, kann ich schon verstehen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da war ich doch gerade. Hey, Duda, ich habe gehört, du bist auf dem Weg, New Ignitia zu befreien, ne? Die Läden dort unten haben momentan nur wenige Vorräte. Kauft Items, solange ihr noch könnt. Aha. Hast du jetzt dein Angebot hier reduziert für mich? Das wäre natürlich sehr nett. Nee, hast du nicht. Ich glaube, du bist sogar noch um 2 Goldmünzen teurer geworden. Ja, ja, freu dich, du mal. Ich würde gern wissen, ob hier vielleicht doch noch ein anderes Mineral-Pokémon ist. Ich bin gespannt. Ein Fiesduff. 12 Aua.
mach aber 22. Ich mach mehr Schaden. Oh, dich fange ich aber. Dich fange ich. Next to Trap. Du bist ein Delta-Dingsy-Bumsy. Habe ich sowas überhaupt? Ne, Gold will ich nicht nutzen. Okay, warte, dann müssen wir dich erstmal füttern. Füttern. 48. 33. Okay, wir probieren das mit 33. Hier, bitteschön. Ja, sehr schön. So, jetzt können wir dich fangen. Next to Trap. 43% ist ganz gut, eigentlich. Oh, X. Es gab ja damals auch diese Pokerriege bei Pokémon, ne? Die waren auch so ähnlich, würde ich jetzt sagen. Yeah! Achso. Fistus kombinieren sanfte Kampfstile mit einigen Schlägen der guten alten Schule. Sie können problemlos von einem Stil zum anderen wechseln und auch mit dem Schwanz angreifen. Sehr cool. Ins Lager schicken. Erstmal. Ja, erstmal, ja. Weil wir müssen ja gleich eh nochmal heilen gehen, bevor wir da runtergehen. Du siehst gut aus. Du machst auch ganz schön nice Schaden tatsächlich, aber ich glaube, du bist jetzt weg. Ne? Ja, du bist weg. Okay, schade. Egal, macht nichts. Macht nichts, aber cooles Ding. So, wir heilen uns nochmal und dann gehen wir runter. Ah ja, stimmt. Neuer Part. Neuer Begleiter, ne? Wir hatten ja noch einen gefunden. Profil. Begleiter ändern. Dich hier haben wir gefunden. Och, eine Biene haben wir auch. Cool. Dann nehmen wir dich mit. Du Geistertypler. Habe ich mit euch geredet? Bestimmt. Bestimmt nicht. Aber egal, wir gehen runter. Wir gehen runter in die Höhle. Also gut, Freunde, unsere Mission ist ganz einfach. Steige zu Ignitia hinab, trete die Tore ein und kämpfe gegen Mulsima, den Tyranten. Oh, ich mag diesen Typen. Aber Sir, Mulkima alleine hat es geschafft, die ganze Stadt zu zerstören. Genau, sollten wir nicht auf einen anderen Großmeister warten? Entspannt euch, ich bin ein Goldtamer. Überhaupt gar nichts wird an dieser Mission schiefgehen. Irgendwas wird garantiert schiefgehen. Und jetzt, auf geht's, wir haben einen Tyranten zu jagen. Ich dachte, wir sind nur die Nachhut. Ich will nur nicht, ich will das Item klauen. Ach man, ich wette mit euch, der stürzt gleich ab, dieser Fahrstuhl. Das wäre lustig. Hallo? SOS? Amelie, Hilfe! Ja, war klar, dass wir stecken bleiben. Oder doch nicht. Noch nicht, sieht man links und rechts. Die Stadt wurde so tief wie möglich gebaut, um eine Festung gegen Tyranten zu sein. Was nicht sonderlich funktionierte. Wow, wegrennen ist echt nicht drin, oder? Du sagst es, die Gilde versuchte, Lager an Orten mit extremen Bedingungen zu errichten, um die Tyranten abzuschrecken. Unterirdisch, unter Wasser, im Himmel. Doch am Ende fiel jede von ihnen. Naja, die Dracheninsel lebt doch noch, oder? Glaube ich. War klar, dass der Fahrstuhl abstürzt. Hä? Was war das für ein Geräusch? Das muss der Moment sein, in dem alles schief geht. Oh, ich liebe diese Katze, ey. Ach, da ist er ja. Hallo. Hallo, Drachi. Nices Bild, ey. Das ist ein Drache, Sir. Ja, ich sehe das nah. Aber warum Drachen fliegen nur selten so tief herab? Das ergibt keinen Sinn. Ist das vielleicht der Tyrant? Weiß es nicht. Er kommt, Sir. Seid bereit, er kann uns nicht alle besiegen. Warum werden wir von diesen Drachen angegriffen? Die sollen doch nur Tyranten jagen. Er kommt zurück, Sir. Haltet euch fest, wir sind fast da. Nur noch ein kleines bisschen. War ja klar, dass wir überleben. Oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Das ist bestimmt dein Fehler, Moritz.
Solche Sachen passieren nur in deiner Nähe. Weißt du, er hat nicht Unrecht. Ah, wir leben noch, oder? Ja, wir leben noch. Safe. Safe leben wir noch. Eben kurz was trinken, Leute. Hey Moritz, wach auf! Vielleicht, wenn ich... Moritz, der Drache hat deine Arme! Gewöhn dich dran. Ich kann die anderen nicht finden. Sie sind vielleicht in der Nähe der Stadt gefallen. Wir beeilen uns. Wir können ja nicht einfach so rumstehen, wenn ein Drache nahe ist. Okay. Ignitia. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Da, 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 da. Will ich nach oben oder nach unten? Wir gehen nach oben, weil hier ist so ein Steini. Eine Naturscherbe. Gehen jetzt mal gucken. Als ob es jetzt hier Trainer gibt. Hi. Seit der Tyrant Mulkin mir aufgetaucht ist, wurde die Hitze hier unaushaltbar. Dieser Ort nervt. Du lebst in einem Vulkan. Was erwartest du? Das ist true. Was erwartet man in einem Vulkan? In einem Vulkan, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Münzen erwarte ich hier. Und eine Donnerscherbe. Und den Ausgang nach links. Ach, da sind welche. Wer ist das? Schau genau hin. Das ist nur einer von hunderten törichten Tyranten, die es wagten, unsere Welt zu terrorisieren. Nach einem langen Kampf hat Xander selbst den Sieg über dieses abscheuliche Monstrosität errungen. Okay, danke schön. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Ich war noch klein, als Xander Sparkus besiegt hat. Ah, das hättest du sehen müssen. Eigentlich fand die Schlacht dort oben in der Wüste statt, aber Xander stieß Sparkus in den Abgrund. Ja, nett. Nett von ihm, oder? So, hier ist kein Viech mehr. Ich kam den ganzen Weg von den Dracheninseln her, nur um Sparkus mit eigenen Augen zu sehen. Einem Anschein nach war kein anderer Tyrant näher an der Eroberung dieser Welt als Sparkus selbst. Wir schulden Xander etwas dafür, dass wir ihn vor 10 Jahren geschlagen haben. So wurde er zum Großmeister befördert. Ist ja schön, dass ihr jetzt alle über das hier redet, ja, aber gibt es nicht einen neuen Tyranten, der gefährlich ist? Und ihr ignoriert den? Naja, egal. Ach, noch ein Begleiter Lume. Süß. Kann ich hier oben hergehen? Schade. Schade, ich dachte vielleicht eine kleine unsichtbare Abkürzung, aber nee. Hier gibt es bestimmt nur Feuer-Tyranten, oder? Bin mir nicht sicher. Möchte eigentlich nicht kämpfen, weil sonst muss ich wieder hochlaufen und... Ach, ich kann da gar nicht mehr hoch. Und meine Nexomon heilen. So, wir gehen nahe nach unten. Ich denke, das könnte ein richtiger Weg sein. Boah, hier ist aber dunkel. Oh, da ist eine Scherbe. Die hole ich mir natürlich. Oh, da will jemand kämpfen. Verrückt? Das muss ich hier warten. Komm, mach mal hier. Danke. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Was ist das denn für ein Prank? So. Super. Nee, ich weiche jetzt gerade den Kämpfen aus, weil ich weiß nicht, ob man sich hier unten heilen kann. Und der Fahrstuhl ist ja runtergeplumpst. Oh, ist er das? Super. Naja, hier ist zumindest eine Stadt. Noch steht hier eigentlich fast alles. Ach, er ist unser Gegner, so ein Djinn. Okay. Er sieht cool aus. Ja, Leute aus New Ignitia, hört auf euren neuen Herrscher. Ich habe euch von den Fesseln der Gilde befreit. Ich habe eurem Leben einen neuen Sinn gegeben. Nun gehorcht ihr mir, ihr kleinen Ratten tut, was ich und mein Tyrant euch sagen. Er ist der unbesiegbare Mulsima. Liebe Bauern, zusammen werden wir die Welt da oben mit Feuer und Asche erobern. Vertraut meinen Worten, vertraut ihnen, denn ich bin Jin, der Meister der Taktik. Hahaha. Okay. Ist klar.
So, ich denke, wir kämpfen gehen. Oh nein, da drüben! Das ist Ross, der Tyrant hält ihn als Geisel. Es muss etwas geben, das wir tun können. Ja, wir besiegen ihn jetzt. Oder nicht? Ich würde sagen, wir besiegen ihn jetzt. Erstmal den Kristall hier aktivieren. Und dann... Nächste Monde sind alle geheilt. Ja, perfekt. Wir speichern mal ganz kurz. System. Speichern. Ja, überschreiten. Boah, ich habe schon 6 Stunden in diesem Spiel. Sehr gut. Gut, dann wollen wir den mal... verkloppen, ne? Würde ich sagen. Also wir probieren zumindest mal. Sonst muss ich bei den Trainern alle trainieren. Sehen wir aber gleich. Moritz, das fehlende Puzzlestück ist da. Endlich! Der Tamer, der beinahe Atlanta und ihren Tyranten besiegt hat. Ich erkenne deine Stärke an, Moritz, und aus diesem Grund werde ich dir ein unschlagbares Angebot unterbreiten. Ein Angebot? Oh ja, einen exzellenten Handel. Atlanta, dieser Abschaum, wagt es, sich in der Nähe zu verstecken. Ich kann ihren dämlichen Tyranten nicht ignorieren, deshalb will ich, dass du sie jagst. Ich will, dass du sie ein für alle Mal besiegst. Und dann werde ich dir deine Freunde zurückgeben, unverletzt. Ha, ha, ha. Ha, ha. Och man, ich wollte gegen ihn kämpfen. Was? Glaubst du, du kannst mich in meinem Kampf besiegen? Schau dich mal um. Schau dir deinen Standpunkt an. Ja, sieht doch noch normal aus. Außer ein Haus. Ein Haus ist kaputt, das war's doch. Dieser Trostlosigkeit und Verwüstung ist mein Werk. Wenn du meinen Tyranten bekämpfst, wird er auslöschen, was von dieser Stadt noch geblieben ist. Oh ja, ihr seid alle seid meine Gefangene, meine Diener. Fordere mich heraus und dein Name wird in die Geschichte eingehen. Als der Tamer der Ignitia untergehen ließ, könntest du damit leben? Mach, was ich sage, Moritz. Du wirst Atlanta jagen, danach können wir sprechen. Nee, ich will dich jetzt direkt besiegen. Ja? Nee, ich gehe jetzt nicht erst zu Atlantia. Halt, solange du mir dienst, sind deine Freunde sicher. Muschi, öffne den westlichen Eingang. Nie ohne Seife waschen, also links. Nee, hallo. Nee, Junge, ich will gegen dich jetzt kämpfen. Nee, ich will dich besiegen. Verschwende nicht deine Zeit, finde die Wahrheit und besieg sie, dann bekommst du deine Freunde zurück. Du musst nach Westen. Oh Mann, ey. Okay, gehen wir erst in die Häuser rein. Okay, wir gehen nicht in die Häuser rein. Wir haben keine Zeit für die Heulsusen hier alle. Oh, warte mal. Wie viel kostet so eine Nexo Trip? Oder darf ich da auch nicht rein? Doch, da darf ich rein. Hallo. Bitte rette uns. 1, 4, 5. Ich bin weg. Nee. Alles Abzocker, ey. Ganz ehrlich. Die zocken alle einen sowas von ab. Das ist ja 100 ja echt nur der Normalpreis. Aber da war ich am Anfang mit 50 echt verwöhnt worden. Da hätte ich viel, viel mehr kaufen sollen. Kacke. Lasst mich raten, Jin sagt euch, Atlanta zu jagen. Yep, ich schätze, das ist ein großartiger Platz für Tyranten, sich zu verstecken. Der Drachen normalerweise hier unten nicht jagen. Aber warum hat uns einer angegriffen, apropos Pech? Jedenfalls Atlanta zu besiegen wäre nicht mal eine schlechte Sache, oder? Nimm dieses Zeug, es wird dir helfen. Das ist bei Super Äther. Oh, cool, die kann ich dann austauschen gegen einen Ätherkern. Dankeschön, Kleiner. Ach, der kommt mit? Okay. Finde ich nicht so toll, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kleiner Fratz, wo bist denn du? Hier gibt's ein paar Wege. Oh, gibt doch nicht so viele Wege, wie ich gerade sehe. Aber hier links gibt's einen. Schon ein bisschen labyrinthmäßig hier. Jede Route. Jeder Ort ist hier ein Labyrinth tatsächlich. Wir machen dich kaputt. Da muss ich nicht gegen den erkämpfen. Denn das können wir auch noch nachher machen. Denn wir suchen jetzt erstmal Atlanta. Nivalis. Nein! Oh cool. Aber ich muss fliehen, Leute. Ich muss fliehen. Ja, fliehen. Super. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Genau, guck du mal nach links. Perfekt. Ich laufe hier weiter. Egal. Schnell durch. Oh, hier ist Wasser. Oh, schau mal, da drüben. Ah, nee, das Eis. Der Boden ist gefroren. Das muss Atlantas Werk sein. Ein Ort wie dieser eingefroren? Seid ihr euch sicher, dass sie geschwächt ist? Seit dem letzten Mal ist sie nur auf dem Sprung.
Sie kann nicht viel stärker als letztens sein. Na gut, wir schaffen das. Wenn wir eine Abtrünnige und ihren Tyrannen besiegen, werden wir Legenden. Auf geht's, Freunde. Wir haben keine andere Wahl. Das stimmt. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben nur ein Problem bei Atlanta. Die kann uns nämlich einfrieren. Das ist nicht so schön. Gibt's hier dann auch nur Frostdinger? Können wir mal gucken? Nee. Gibt's nicht. Okay. Fliehen, bitte. Sehr schön. So. Hä? Hier geht's aber nicht weiter. Ach, da oben. Da oben geht's weiter. Das habe ich nicht gesehen. Da ist sie ja. Och, sieht aus wie eine kleine Eisarena. Was? Wie findest du mich immer wieder? Du hast einen Vulkan eingefroren. Oh, kann sein. Wie ich sehe, hat Jin ein paar neue Schlägertypen angeheuert. Fürchtet er sich so sehr von Nivalis? Nun, wen stört schon, dass Nivalis noch nicht wieder volle Kraft hat? Ich war auch mal eine Gildentämerin. Ich werde euch zeigen, was ich drauf habe. Okay. Das ist jetzt aber hier ein Prank, oder? Ich dachte, wir kämpfen jetzt hier gegen Nivalis. Aber nee, sie will uns erstmal noch schwächen. Das ist ja gemein. Das ist echt gemein, kleines Ding. Ach, da ist Nivalis schon. Sehr schön. So. Oh Gott, die hat ja wieder. Stimmt ja. Die hat ja so massig Lebenspunkte. Aber das müssen wir schaffen eigentlich. Sieht nämlich noch ganz gut aus. Und Hypo-Bobo-Bobo. Oh, oh, oh. Der hat aber guten Schaden gemacht. Dann nehmen wir dich hier. 55, 20, 60. Käsewurf. Ja, da macht Käsewurf. Wow. Hä, ist nicht effektiv. Plasma 7. Naja, immerhin. Leute, das wird jetzt schon wieder was. Ich sehe es kommen. So. Kaniui. 80. 90. Komm, Psychobombe. Super. 15. Okay, geht noch. 16. Verfehlt. Perfekt. Du bist super, kleines Ding. Nice. Sehr gut gemacht. 18. Sehr gut. Oh Gott, 22 ist natürlich viel. Aber 23 eigentlich auch. 25 ist echt extrem viel. So, dafür nehmen wir dich jetzt. Hier. Ah, verfehlt. Kacke. Ist gar nicht gut. 12 ist zu wenig. Giftwolke. Ich muss Giftwolke machen. Ist vergiftet. Perfekt. Was ist das hier? Stellt am Ende der nächsten Runde... Oh, super. Hier machen wir auch nochmal Giftpulver. So. Super, ich wurde ein bisschen geheilt. Das ist natürlich sehr... Oh Gott, er wurde nicht vergiftet. Das ist gar nicht gut. Gut, gut, gut. Fehlgeschlagen, perfekt. Und nochmal. 16, oh Gott. 12, perfekt. Nee, war das. Komm, grünes Sphäre. Vielleicht haben wir Glück und er trifft nicht. Er trifft, okay. Macht nichts. Wir haben noch der Yama. Und danach haben wir noch unseren süßen kleinen Fratzi. Oh Gott, 5 ist wenig. Aber 16 haut halt richtig gut rein. Sehr gut, verfehlt. 3, einfach nur. Ich möchte eigentlich, dass er gern die Erfahrung bekommt. Deswegen hier. Der Yami, bitteschön. Dann überlebst du das nämlich. Und er ist besiegt. Nice. Sehr gut. Wie? Nur 96, das ist ja belastend. Oh, wartet. Seht ihr nicht, was hier passiert? Jin ist ein gemeiner Abtrünniger. Er wird seinen Deal mit euch nicht einhalten. Er versucht uns zu fressen. Pfh. Nivalis, komm mit. Ach, flieht er jetzt schon wieder? Bleib stehen, du Feigling, du kannst hier entkommen. Schaut her, ihr Versager.
Ja, er ist entkommen. Verflucht, sie hat einen Warpstein nur hierfür vorbereitet. Natürlich, sie gehört mal zur Gilde. Sie muss Zugriff zum Warp-Netzwerk haben. Hey, da ist ein merkwürdiger Ort in diesem Warpstein. Die südliche Region Ignitias? Hm. Hat Jin nicht den südlichen Bereich mit einer Feuerwand geblockt? Versucht er, was zu verstecken? Nun, wir können schlecht mit leeren Händen zurückkommen. Jin wird die Geiseln jetzt noch nicht freilassen, also versuchen wir, sein Geheimnis jetzt herauszufinden. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist zu gehen, Moritz. Ja, ich bin bereit. Kannst du mich bitte heilen? Süden. Okay, ich gebe dir bereit, einfach. So. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, hier sind wir jetzt. Aber mein Team ist nicht geheilt. Ne? Nee. Können vielleicht doch nochmal. Warte, ich komme gleich wieder, ja? Ich gehe nochmal nach Ignitia. Und heil mal eben meine Nexomon. Hier hinten. Hier hinten. Hallo, bitte heilen. Danke. Sehr schön. Mein Team heilen. Tschüss. Schisikowski oder so. Nee, nee, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nie da. Ich war doch nie da. So, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal, ne? Nita sollte weiter ausgebaut werden, aber irgendwas muss das Projekt aufgehalten haben. Was auch immer Jim versucht zu verstecken, muss in der Nähe sein. Vielleicht hilft es uns sogar, ihn zu besiegen. Das könnte natürlich sein. Oh, zwei Feuer-Nexo-Tipps. Dankeschön. Du hast dich gegen Atlanta gut geschlagen. Kaum zu glauben, dass du noch Bronze-Tamer bist. Diese Nexo-Traps sind besonders effektiv bei Feuer-Nexo. Hilfreich in so einer Gegend, ne? Lass uns erstmal weitergehen. Hier, was? Oh, Münzis. Münzen sind immer gut. Immer gut. Hier haben wir nochmal Scherben. Hier ist auch ein Haus. Seltsam. Phantomscherbe. Das hat er nicht zerstört, okay. War jetzt aber abgesperrt. Okay. Ach, warte, hier ist auch noch was. Ein Trank, okay. Ich habe auch, also gerade konnten wir... Oh nein, hier ist ein Trainer! Wir konnten gerade sehr, sehr gut bemerken, dass diese Giftwolke echt gut ist. Ist echt gut. So, Blitz. 16, oh, 16 tut weh. Aber niedlicher Teddy, ey. Aua. Hier, bitteschön. Und Impulssturm. Okay, eingeschlafen. Super. Super eingeschlafen. Dann nehmen wir dich. So. Schwarze Flamme. Weg mit dir. Team, wir wechseln lieber schnell aus. Zu ihm hier. 14 ist okay. Wir machen Glatteis. Nicht sehr effektiv, okay. Ich dachte Wasser gegen Feuer, aber... Achso, ist eine Luftattacke, okay. Himmelssegen. Oh, cool. Machen wir einfach mal. Glatteis. Du schaffst das schon irgendwie. Oh, was bist du denn? Eine Schadrine. Sehr interessant. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Da kann keiner was gegen sagen. Oh, da bist du ja wieder. Glatteis, hier bitteschön. Verfehlt. Müde, oh. Aua. Schaffst du das? Ich hoffe, ich glaube an dich einfach. 80, 80. Warte, spektralisieren. Oh, nur 80, okay. 5. Oh, 5 ist nicht viel. Oh, ich mach aber auch nur 5. Dunkle Flamme macht auch 5. Und das war schon kritisch. Phantom Schlund? Was ist das denn jetzt? 7? Wir machen nochmal Phantom Schlund. Aua. 9. Oh, super. Gut gemacht. Komm, Level up. Nice. Blendung, okay. Machen wir dunkle Flamme erstmal weg. Ja, es entwickelt sich. Nice. Dejam wird zum... zu Dejammer.
Ah, oh, sehr cool. Sieht echt cool aus. Wow, so kämpfen also wahre Tamer. Danke, Moritz. Eines Tages werde ich links und rechts Tyranten jagen, genau wie ihr versprochen. Ja, danke schön, dass du jetzt meine Lebenspunkte hier komplett zerstört hast. Da unten geht's nicht weiter. Komme ich denn nach da rechts? Hä? Warte, übersehe ich hier was? Ah ja, hier. Es ist so dunkel hier manchmal. Da sieht man das einfach nicht. Dass es da weitergeht. Ich dachte, da wäre ein Abgrund oder sowas. Aber ist es nicht. Ein Baum hier unten. Okay. Ein Baum. Ein Baum im Vulkan. Hier sind Feuerdinger. Das heißt, durch die Flammenwand kommen wir noch nicht. Wir müssen eigentlich fliehen. Tatsächlich. Super. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, wir müssen da durch, aber ich möchte da unten noch die Scherbe einsammeln. Ja, Feuerscherbe, nice. Dann gehen wir mal hier rein. Wow, was zum Teufel ist das für ein Ort? Bei der liebe Ulsa ist diese Kammer. Fühlst du es nicht, Moritz? Hier ist etwas Dunkles. Ah, was stimmt nur nicht mit diesem Ort? Ich bin mit diesem Blödmann fertig. Ich bin weg. Als ob. Wow. Als ob er weg ist. Hallo? Oh, da ist jemand. Das ist ein Geist. Wer ist das? Vor 1000 Jahren setzte ein uralter Tyrant des Feuers diese elende menschliche Welt in Brand. Sein Name war Fenrir, das dritte Kind von König Omnikron. Als mich ein törichter menschlicher Krieger besiegte, wurde dieser Ort gebaut, um meinen Geist für die kommenden Jahrtausende zu begraben. Ein Gefängnis, ein Schrein, ein Ort der Verbannung. Aber eigentlich ist es nur ein Grab. Ein antiker Tyrant, du siehst aus wie ein stinknormaler Mensch, abgesehen von den Hörnern. Die Kinder des Omnikron waren Formwandler, das ist alles. Lass mich raten, du bist gekommen, um meine elementare Kraft zu erlangen, die tief in diesem Grab vergraben liegt. Und genau wie dieser alte Knacker namens Jin, wirst du meine Kraft nutzen, um ein Tyrantenei auszubrüten. Habe ich nicht recht? Das muss es sein. Jin versteckt diesen Ort, um zu verhindern, dass mehr Tyranten geboren werden. Wenn wir unseren eigenen Tyranten brüten, können wir Jin besiegen? Richtig. Und mit wessen Erlaubnis? Ich mag Jin. Dieser Mann hat Ehrgeiz und Stärke. Aber du, dieses Bronzeabzeichen, erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Du willst meine Kräfte haben? Komm und hol sie dir. Das muss einer der Schreine sein, über die Elisa gesprochen hat. Wenn wir diesen Kerl besiegen, könnten wir seine Kraft nutzen, um endlich unseren Tyrantenei auszubrüten. Er ist nur ein Geist. Wie schwer kann das schon sein? Ich glaube, das kann sehr, sehr schwer sein, Leute. Habt ihr euch entschieden? Ich lasse keine Anfänger wie euch freiwillig nicht kämpfen. Oh Mann, seid ihr Loser. Verlass mich jetzt. Verlass das Grab jetzt. Nee, ich muss erstmal meine Dinger heilen und einmal kurz speichern. Speichern. Ich will später nicht den ganzen Weg hier wieder zurückgehen. Inventar. So, was brauchen wir? Also, wir brauchen auf jeden Fall Wiederbeleber. Da ist Wiederbeleber. Oh, wir haben nur einen. Oh. Meint ihr, wir schaffen es trotzdem? Wir müssen es einfach ausprobieren. Und Ether bitte auch. So, hat sonst noch jemand? Nee, okay. Wir probieren es. Obwohl, warte mal, vielleicht ist es schlauer, wenn ich meinen Pflanzentyp nach vorne tue, dass er ihn vergiftet. Weil der macht ja echt guten Schaden tatsächlich. So, neues Haupt. Ja, okay, das passt schon so, denke ich. Kämpfen, dann wollen wir mal. Wollen mal gucken, wie stark er ist. Ich bin echt gespannt. Okay, was denkst du, welchen Nexomon er verwendet? Ich habe keinen Nexomon. Aber wie? Ich werde selbst kämpfen. Ich mag nicht mehr so stark wie früher sein, aber ich kann immer noch kräftig austeilen. Also kämpfen jetzt gegen den Mensch. Das sollte unterhaltsam werden, Moritz. Okay. Etwas an dir erinnert mich an diesen Jungen, der mich damals erledigt hat. Ich hasse es. Okay. What? Sieht ein bisschen aus wie ein dunkler Raikasa. Lustig. Oh, ich bin kein gewöhnlicher Tyrant. Ich bin der Sohn von Omnikron.
Seit Jahrtausenden habe ich über seine aschefarbene Welt gesündigt. Seit Jahrtausenden habe ich in diesem Grab aus Granit Buße getan. Verflucht sei euer Art, Brüder von Ulsar. Der dritte Sohn von Omnikron erhebt sich ein letztes Mal. Und dieser eine Kampf wird meine Erlösung sein. Okay. Der ist echt hübsch, tatsächlich. So, Giftwolke bitte. Ist nicht vergiftet. Wir müssen es... Oh, scheiße. Okay, ach, Fenduis ist ja weg. Habe ich vergessen. Das ist jetzt tatsächlich... hat aber keine Auswirkung auf Psycho oder Geist. Und hält nur 3 Runden. 3 Runden ist ja gar nichts. Okay. 44, oh mein Gott. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Psychobombe. 13, immerhin. 38, alter Schwede, macht einen Schaden. Ich glaube, ich muss echt trainieren. Oh. Ja, super. Hi. Blitzgebrüll. 39, ey, alter Falter. Okay, Leute. Ich glaube, entweder ist das hier eh ein Prank, ja. Aber es sieht eigentlich danach aus, dass man ihn besiegen könnte. Oder keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Okay. Super, es hat gut... cool, da kommen wir hier vorne raus. Team ist halb geheilt. Ich würde sagen, wir beenden einmal kurz hier. Wenn wir einmal gespeichert. Ich würde sagen, wir trainieren jetzt noch eben ein bisschen. Also ihr könnt jetzt abschalten, wir werden heute nicht mehr den Tyranten versuchen. Beziehungsweise den Sohn von Omnikron zu besiegen. Ich werde jetzt noch die restlichen Pokémon alle entwickeln. Das mache ich jetzt einfach hier, ne? Also könnt ihr gerne dranbleiben, wenn ihr das sehen wollt. Und sonst geht's morgen dann weiter mit den Tyranten. Wenn wir ihn dann fertig machen. Yeah! Yeah. So, okay. Team ist leider noch komplett down. Ich würde das gerne einmal noch mal heilen. Vielleicht laufen wir eh noch mal zurück. Und nehmen einfach die Nexomon mit. Du bist entwickelt, du bist noch nicht entwickelt. So, dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt hier runter. Lassen uns vielleicht besiegen, weiß ich noch nicht. Oh, eine Spinne. Da sind ja Geschossamen ganz gut, eigentlich. So, er hier entwickelt sich auf Level 17. Das heißt, das könnte vielleicht sogar noch ein bisschen dauern. So, wir opfern dich mal. Oh Gott, wir opfern dich nicht, weil du lebst noch. Auch gut, ja. Naja, jetzt opfern wir dich aber und holen dich hier. So. 55, 60. 60 ist einfach besser. 19, aua. 19 tut echt weh. 20 tut auch weh. Hier. Du. Candioli. Dingsi. Psychobombe. Sehr schön. Sehr schön. Also Bria entwickeln wir jetzt noch. Warte, was haben wir neu im Team? Bria muss sich entwickeln und... Boldion. So, das machen wir noch. Dafür möchte ich aber eigentlich ganz gerne zum Anfang tatsächlich hingehen. Oh Gott. Das wird aber nichts. Fliehen bitte. Okay, fehlgeschlagen, dann mach den weg. Oh, verfehlt. Ist natürlich auch schön. Dann geschossen. Okay, weg. Weg. So, Psychobombe. 16 ist gut. 15 ist besser. 19, 28, 17. Nice. Ist ja auch nicht der richtige Ort, um mein kleines Briarchen zu leveln, tatsächlich. Weil hier ist nur Feuer. Aber es wäre gut für eine Giftattacke, wenn wir dann einen bekommen würden. Weil vielleicht hält er dann noch was aus. Aber das weiß ich nicht. Was hast du jetzt gemacht? Irgendwelche Ausrüstung.
Verfehlt, perfekt. Heißt, wir könnten den Kampf tatsächlich auch noch schaffen. Nochmal verfehlt. Sehr geil. Ah, getroffen, egal, egal. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Egal, macht nichts. Ah, dann sind wir wieder hier oben. Okay. So. Ich würde aber sagen, wir gehen doch mal eben dahin. Dahin. Obwohl, jetzt sind alle Pokémon am Leben. Nexomon am Leben. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, wo waren denn die, dieser Warp-Dings? War das hier? Ja, ne? Ich glaube schon. Nee, doch da. Und sie sind verschwunden. Ich keine Ahnung, wo die Katze ist. Ah ja, stimmt, der eine ist da abgehauen. Außenpost der Wüste würde ich sagen, dass wir da trainieren. Denn da hat Priya mehr Chancen, auf Gesteinstypen zu treffen. So, Team. Nur neues Hauptdings. Oh nein. Ah, doch. So geht's auch. Perfekt. Perfekt, die. So, dann wollen wir mal trainieren. Okay. Gestein, perfekt. 12. Oh, 12 tut aber echt weh. 15 aber auch. Müssen wir eigentlich. Oh. Ah, wird knapp. Okay, wird echt knapp. Das heißt, Team auswechseln und Boldion holen. 14 Uhr. Kieselwurf, komm. 9, super. Super, ein Level ab haben wir dann schon mal. Aber jetzt kann ich auch direkt wieder hier hinten hinlaufen. Und meine Pokémon ein. Hallo. Dankeschön. So ein Fahrrad fehlt mir vielleicht noch. Liegt eine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit. Alter, der ist auf 16. Das ist ja unfair. Echt unfair. Mich ist der auf 16 und mein anderer nicht. Das ist echt ein Skandal hier. Ein kleiner Skandal habe ich hier gefunden. Aber egal. Was? Verfehlt? Oh mein Gott. Wir müssen wechseln. Hätte nicht damit gerechnet, dass das hier nicht klappt. 7, okay, wie viel machen wir? 6, perfekt. Oh, wieder zurücklaufen. Mann, wieso ist der denn auf 16? Also wenn ich den gleich nochmal auf 16 sehe, ne, dann fange ich den. Dann muss ich den einen nämlich nur ein Level trainieren und nicht keine Ahnung wie viel. Das ist nämlich besser dann. Ja, dann haben wir ihn hier nochmal. Okay. Geschosssam einfach. Komm, 12 ist ganz gut. Er hat auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte. Oh, 17 ist echt heftig. Okay, dann müssen wir dich opfern. Kleiner. Nicht sehr effektiv, ich weiß, aber egal. Eingeschlafen, das ist das Problem. 21, aua, das tut echt weh. Das tat weh. Ja gut, dann nehmen wir dich einfach. Und machen Kieselwurf. 18, okay. Wir machen mal das hier. Oh, verfehlt, das ist nicht gut. Nochmal. Er ist nämlich müde. 6, ja. Ist jetzt nicht so das Wahre tatsächlich. Aber er macht gerade auch nichts Besonderes. Deswegen läuft es eigentlich in Ordnung, würde ich fast sagen. 7? Masse 7? 5? Oh. Jetzt aber, oder? Sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht, kleiner Gesteinsbrocken. Nice. Du. So, vielleicht geht's hier schneller. Oh ne, da muss man ja noch weit laufen. Alter. Die Wiese ist hier zu groß. Machen wir mal hier Giftwolke. So, super, vergiftet. Oh, macht nur 4 Schaden bei dem. Oh, verfehlt, ist super. Können wir hier nämlich Doppelhieb machen.
Sehr gut. Können wir nämlich noch einen versuchen zu besiegen. Wer ist denn? Oh, süß. Oh, der sieht echt gut aus. 15. Ausgewichen, perfekt. Geschosser macht. Ich will mal 11, okay. War jetzt vielleicht nicht die weiseste Entscheidung, aber egal. Das schaffen wir. Perfekt. Perfekt. Level up, level up. Nee, noch nicht ganz. Schade. Schade, Schokolade. Oh, süß. Doppelhieb. Aua. Achso, ich war müde. Oh, oh. Okay. Da muss jemand anders her. 13. 13 ist schon... Das tut schon weh. 21 tut aber auch weh. Vor allem, wenn ich nur 17 habe. Blendung, hier. Kriegst du ein bisschen Blendung ab. Schwarze Flamme. Aua. Oh, 15. Das ist natürlich gut. Und dann Fanboys-Dings. Du hast natürlich auch keine Wasserattacke, ne? Hm. Ich glaube, das wird echt schwer. Hat er Level up? Super. Palmenschüttler, nice. Dann tun wir auf jeden Fall die Grasdinger weg. Und entwickelst du dich? Ja. Perfekt, Leute. Perfekt. Oh, sieht der cool aus. Chaparral. Oh, der sieht echt cool aus. Geil. War schon cool. So, ja. Einmal heilen bitte, danke. Team. Du, bitte, neues Haupt Nexomon. Ich weiß, du hast keine coolen Attacken. Das ist mir durchaus bewusst, aber irgendwo musst du auch anfangen. Und wieso nicht bei so einem hier? Oh, verfehlt. Okay. Gleich probieren wir es hier direkt nicht bei mit ihm aus. Sondern lieber mit anderen. Denn die können, glaube ich, hier mehr reißen. 15. Sehr gut. Ah, sehr gut. Verhext ist er jetzt. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Sehr schön, Dejam. Sehr gut, so, 14, sehr gut, auch gut. Nächstes, wieder er hier. Dann opfern wir mal eben DM. So, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Damit unser Vogel auch mal wieder ein bisschen levelt hier. Glatteis, 22, nice. Also ich glaube, Fendius ist immer noch unser stärkstes mittlerweile. Gut. Obwohl unser Psycho-Dingsi kommt eigentlich auch schon nah. Nah dran auf jeden Fall. Kieselwurf. Oh, ich wollte gar nicht mit ihm angreifen. Upsala. Weg mit dir. Ja, hol mir dich. 23. Macht nichts, macht nichts. Dann werden wir noch unser Psycho-Ding. Wir müssen ja auch irgendwie alle trainieren ein bisschen, ja? Und bis der sich entwickelt, ne? Ist das vollkommen in Ordnung. So. 46 ist nicht mehr ganz so viel, wie ich eigentlich haben möchte. Da, Team. Kaninui. Ne, Kaninui. Oh Gott. Der hat echt guten Schaden gemacht, tatsächlich. Aber ich auch. Aber falls ich jetzt sterbe, ne? Verdient. Verdient, verdient. Oh, ich würde ihn mal gern sehen. Oh, sehr cool. Und dann Palmschüttler. 24. Nice, ey, nice. Doppel die bitte. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Also wirklich vortrefflich. Oh, cool. Also, das scheint wohl ein bisschen seltener zu sein. Denn das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Schlammangriff. Oh Gott. Komm her. Ich weiß, das ist vielleicht nicht dein bevorzugter Typ. Aber wir könnten Palmschüttler machen.
was daneben geht. Aber seine Attacke geht auch daneben. Also können wir es nochmal probieren. Boah, 27 schon geil. Schon cool. Machen wir jetzt hier Doppelhieb. Oh, ist tot. Scheiße, ich wollte es fangen. Ich wollte es fangen, wirklich. Mann, wieso ist das denn nun so stark? So, komm. Meint ihr, es entwickelt sich auf 15? Ich weiß es nicht. Ich würde es halt ganz gerne sehen. 16, okay. Palmschüttler. 33, Alter. Echt heftig, wirklich. Oh, ich bin müde. Der ist betäubt. Nee, Doppelhieb macht mir zu viel. Mach ich lieber hier das hier. Und er trifft. Und er trifft halt. So. Impulssturm, bitte nur. Das war schon wieder knapp hier. Aber dich will ich auf jeden Fall fangen. Haben wir ein Flugding? Ja, haben wir. So. Ja, nice. Nakasuru. Sehr cool. Mit seiner Aerodynamik übertrifft es die meisten fliegenden Nexomon. Du wirst ihn nicht einmal vorbeifliegen sehen. Oh, cool. Was Schnelligkeit haben die hier gar nicht, sehe ich gerade. Ins Lager, bitte. Ins Lager, bitte. Obwohl, warte, wir heilen nochmal. Wir heilen nochmal. Die Pokémon. Nexomon. Nexomon, es tut mir so leid, dass ich das so oft sage. Das tut mir leid. Wechseln. Zu der Yama wieder. Feuer. Ja, ja, das geht noch. Klar. Phantomschlund, bitte. Oh, ist er gefangen im Traum? Nee, ist er nicht. Dann können wir es nochmal machen. Betäubt. Oh. Betäubt ist nicht gut. Betäubt ist echt nicht so toll. Aber er ist jetzt verhext. Das geht dann. Klar. So, der ist weg. Macht nichts. Wen gönnen wir die Erfahrungspunkte? Ich glaube, meinem Haupt-Pokémon. Auch wenn ich das gar nicht so als Haupt empfinde. Denn da gibt es andere, die ich cooler finde. 14, okay, gut. Auch noch kein Level Up. Wahrscheinlich 17. Oh, wieder er hier. Wollen wir dich mal hier am Start. Und machen Blitzgebrüll. Müsste eigentlich ganz gut. Oh, geht sogar. Ich hätte mir mehr erhofft. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Und der ist irritiert. Okay, wieso auch immer. Aber solange wir Erfahrungspunkte bekommen, ist alles super. Ist alles paletti. Oh, nochmal das kleine süße Ding. Vielleicht fangen wir es jetzt. Wir gucken mal, wie viel er aushält. Blitzgerüll bitte. 16 nur, okay. Dann, oh, ich wollte eigentlich das andere machen, aber egal. 15. Nimm mir dich. Und Zwillingstornado. Ah, oh Gott, er lebt noch. Er lebt einfach noch. Jetzt aber. Super. Oh Gott, wir sind schon über eine Stunde, Leute. Es tut mir leid, ja? So, dich werde ich jetzt fangen, ja? Dich werde ich fangen und danach nur noch ein Leveln. Und wehe, du entwickelst dich da nicht. Es sei denn, du bist schon weiterentwickelt. Das kann natürlich auch gut möglich sein, aber ich glaube nicht. Beziehungsweise, ich hoffe es einfach nicht. Oh, das ist ein Kampf zwischen Giganten, ey. So, nächste Trap. Wir haben doch hier eine... Okay, die sind alle mehr wert, aber... Nee, ich muss ihn füttern. Ich muss ihn füttern, glaube ich. Füttern bitte mit... Hier, mit dem hier. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall fangen wir dich jetzt. Nächste Trap. Bitteschön. Na, haben wir dich? Nice, den haben wir. Sehr gut.
Sehr gut, ja, ja. Ins Team aufnehmen. Und der kann dafür weg. So, perfekt. Dann haben wir den einmal und danach können wir loslegen. So, wenn er sich auf 17 nicht entwickelt, Leute, ne? Dann war's das mit dem Part. Dann werde ich offscreen alle auf Level 20 bringen. Das müsste, glaube ich, ein ganz gute Level-Dings sein. Level-Wert. Hast du irgendwas cool? Er hat hier was. Ne, das hatten wir vorhin, oder? Steinflut ist, glaube ich, neu, oder? Steinflut? Ich weiß nicht. Macht auf jeden Fall 8 Schaden. Crashing Bounder macht auch 8 Schaden. Okay, dann müssen wir eh wechseln. Hat ja keinen Sinn. Hat ja keinen Sinn. Phantomschlund, bitte. Nice. Oh, doch nicht nice. Dachte, er hätte sich hier gedingst. Hat er aber nicht. Dann nehmen wir dich doch. Weil du kriegst dann gleich die ganzen Erfahrungspunkte. Was sehr gut ist. Für dich. Sehr schön. Oh, okay. Noch ungefähr 400 Punkte braucht er, glaube ich. Circa. Ja, wir holen ihn hier wieder. Ja, ja. Oh Gott, ich schlafe gleich. Blitzgebrüll, bitte. Er ist eingeschlafen, ich raste aus. Aber nur eine Runde lang. Das geht ja dann noch. Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Nee, diesmal nicht. Sehr gut. Ja, verfehlt. Perfekt. Nochmal Blitzgebrüll. Super. Oh. Camillevo Ausdauer. Dann machen wir Blauladung weg. Benutze ich eh selten. So gut wie nie. Oh, nee. Wir opfern dich hier. Oh, 13. Oh, wir opfern dich noch nicht, weil du hast überlebt. Aber jetzt opfern wir dich. Okay, Fandios. Du müsstest das so locker easy spielen. Packen, oder? Glatteis. Ich meine, eine stärkere Attacke habe ich hier gar nicht. Oh, 27? Oh mein Gott. Zwillingstornado ist doch schneller, oder? Ne, war nicht schneller. Egal. Geil, geil. Wir haben es trotzdem geschafft. So, die Hälfte haben wir. Das geht schon mal ratzifatzi. Oh, ach, das ist die Vorentwicklung wahrscheinlich. Ich sehe es. Ich sehe es. 16, aua. Wir machen dich hier mal. Du müsstest Psychobombe ganz gut. Sehr gut sogar. Oh, Eiszapfen. Eiszapfen tun weh. Eiszapfen tun weh. Fehlt nicht mal viel, Leute. Es fehlt nicht mal viel. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und wie er entwickelt sich nicht. Ups, jetzt habe ich außer den Tech hier eingesetzt. Oh ne, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Kacke. Muss ich gleich nochmal heilen gehen. Oh, der macht einen krassen Schaden, ey. Ja, das ist schon meine schnellste Attacke tatsächlich. Oh, Level up, super. Ist ganz gut. Geh nochmal hoch. Und heilen ihn. Yeah, Leute, Habt ihr eigentlich mittlerweile einen Lieblings-Nexomon? Meins, muss ich ja sagen, ist, also mit ihm hier habe ich, glaube ich, keine Ahnung, ne, meine meiste Liebe habe ich mit ihm geteilt. Also, ne, den finde ich schon ganz schön cool. Aber mein Fandios finde ich auch ganz schön cool. Den mag ich auch sehr. So, Phantomschlumm, bitte. 16, sehr gut. Boah, der macht echt einen guten Schaden, wirklich. Das ist ja kaum zu glauben, was der an Schaden raushämmert. 18, okay. Wie viel macht Blitzgebrüll? 14, ja gut, 14 reicht ja. Haha, verfehlt. Okay, noch zwei. Noch zwei, vielleicht?
Vielleicht noch zwei. Ist schwer abzuschätzen tatsächlich. Mach Blitzgebrüll bitte. Sehr schön. Und dann Impulssturm, weil du schneller bist. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Wir nehmen dich lieber. Weil sonst ist mein Flugdings gleich weg. Veggie, Veggie. Sehr gut. Ah, ja, noch ein. Noch ein. Noch ein, dann haben wir es für heute. Dann haben wir es vielleicht geschafft. Aber nur vielleicht 21 Aua. 25, tut auch weh. 24, okay. Oh, er ist aber schneller. Ah, doch nicht. Doch nicht. Haben wir es? Oh, noch ein. Ganz knapp. Ganz knapp, Leute. Noch einen. Ah, dann nehmen wir dich. Ein Palmschüttler müsste jetzt ganz schön reinzimmern. Und 5 Runden eingeschlafen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dass ich jetzt 5 Runden lang eingeschläfert bin, ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz, finde ich. Fünf Runden eingeschlafen. Ich raste aus. Glatteis. Mach den weg. Mach den weg und schlaf nicht ein. Super. Alter Schwede. Und der war auf Stufe 17, Leute. So. Beschädigtes Mineral. Jeglicher durch einen Statuseffekt verursachten Schaden wird verdoppelt. Erhöht den Angriffsschaden um 25% über den Anwender. Erhält Rückstoßschaden für jeden Zug. Machen wir mal weg. So, Level up. Entwickelt sie nicht. Okay, Leute. Das war's dann mit Nexomon Extinction. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, ich werde die ganzen Nexomon jetzt alle auf Stufe 20 bringen. Oder? Stufe 20? Ja, würde ich schon sagen, ja? Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.